Miffy und Melanie spielten im Garten vor Miffys Haus mit einem schönen, bunten Ball. Sie warfen ihn hin und her. Melanie warf den Ball hoch in die Luft. Und Miffy konnte nicht sehen, wo er wieder heruntergekommen war. Miffy suchte den Ball. Da entdeckte sie hinter einem Baum ein Ei, ein blaues Ei. Wie schön, sagte Miffy. Sie dachte nicht mehr an den verlorenen Ball. Staunend betrachtete sie das kleine blaue Ei. Was mag da drin sein, Melanie? Sagte Miffy. In dem Moment kam Poppy Pig vorbei. Oh, das ist ja ein blaues Ei, sagte Poppy. Bekommt man nicht blaue Karotten aus blauen Eiern? Das glaube ich nicht. Karotten kommen nicht aus Eiern. Meine Großmutter hat mir erzählt, in blauen Eiern stecken blaue Socken, sagte Melanie. Das ist nicht wahr, sagte Miffy. Socken kauft man im Laden. Die Vögel legen Eier. In einem von diesen Bäumen muss ein Vogelnest sein. Melanie sah nach oben und sah ein Vogelnest, in dem ein dicker roter Vogel saß. Miffy überlegte, kann ein blaues Ei von einem roten Vogel kommen? Poppy sagte, ich bin rosa und meine Mutter und mein Vater sind auch rosa. Melanie sagte, ich bin braun und meine Mutter und mein Vater sind auch braun. Vielleicht ist das bei Eiern anders, sagte Miffy, denn die gelben Küken kommen ja auch aus weißen und braunen Eiern. Poppy Pig hob Miffy hoch und sie legte das blaue Ei in das Nest mit dem roten Vogel. Die rote Vogelmutter setzte sich auf das Ei und zwitscherte ein fröhliches Lied. Poppy hatte den Ball gefunden. Jetzt konnten sie zu dritt weiterspielen. Sie lachten viel und hatten großen Spaß. Plötzlich hörten sie etwas, das klang wie das Zwitschern eines Vogelbabys. Und dann sahen sie ihn, den kleinen roten Vogel in seinem Nest. Und Miffy dachte, es sieht also doch nicht alles von innen genauso aus wie von außen. Ich wusste natürlich, dass Karotten nicht aus Eiern kommen, Miffy, sagte Poppy Pig. Und blaue Karotten gibt es gar nicht. Ich habe nur Spaß gemacht. Ich auch, sagte Melanie. Ich weiß, dass in blauen Eiern keine Socken stecken. Aber wir wissen jetzt, dass kleine rote Vögel aus blauen Eiern schlüpfen können, sagte Miffy. Und das ist wirklich eine Überraschung. Miffy spielte sehr gerne im Schnee. Sie liebte es, auf ihrem Schlitten den verschneiten Hügel hinunterzufahren und auf Skiern durch den Schnee zu laufen oder sich in den Schnee zu legen und mit ihren Armen Schneeengel zu machen. Doch am schönsten war es, einen Schneehasen zu bauen. Aber das war schwer und alleine konnte Miffy das nicht. Und da kam auch schon jemand, der ihr helfen konnte. Es war Schnuffi, ihre kleine Hundefreundin.
Schnuffi freute sich, wenn sie im Schnee herumtollen konnte. Aber als sie sah, wie Miffy versuchte, einen großen Schneeball zu machen, lief sie schnell, um ihr zu helfen. Zusammen schoben sie den Schneeball vor sich her. Und je länger sie ihn schoben, umso mehr Schnee blieb an ihm hängen. Er wurde immer dicker. Jetzt ist er groß genug für den Schneehasenkörper, sagte Miffy. Nun brauchen wir noch einen kleineren Schneeball für den Kopf. Miffy machte einen kleinen Schneeball mit den Händen. Und Schnuffi schob ihn mit der Nase durch den Schnee. Als der Schneeball größer wurde, musste Miffy Schnuffi helfen. Und bald war der Schneeball groß genug für den Schneehasenkopf. Jetzt müssen wir den kleinen Schneeball auf den großen setzen, sagte Miffy. Aber so sehr sie es auch versuchten, der Schneeball war einfach zu schwer für sie. Da kam Miffys Freund Boris Bär vorbei. Hallo, Miffy, sagte Boris. Was macht ihr denn da? Wir wollen einen großen Schneehasen bauen, sagte Miffy. Aber der Kopf ist zu schwer. Wir können ihn nicht heben. Ich habe eine Idee, Miffy, sagte Boris. Ich wollte diese Bretter in meine Werkstatt bringen, aber wir können damit eine Rampe bis oben an den großen Schneeball bauen. Boris lehnte die Bretter gegen den Schneehasenkörper. Die Bretter reichten genau bis oben an den Schneeball heran. Jetzt konnten sie den kleineren Schneeball auf der Rampe nach oben rollen. Sie mussten sich immer noch sehr anstrengen, aber es war leichter, als den Schneeball zu heben. Sie hatten es geschafft. Der Schneehasenkopf saß oben auf dem Schneehasenkörper. Miffy suchte zwei kleine Zweige für die Ohren. Sie steckte die Zweige oben in den Schneehasenkopf. Die sehen aber nicht aus wie richtige Hasenohren, sagte Miffy. Aber sie hatte eine Idee. Sie packte Schnee um den einen Zweig und packte Schnee um den anderen Zweig. Jetzt hatte der Schneehase zwei richtige Ohren. Schnuffi lief durch den Schnee davon und kam mit zwei kleinen Gummibällen zurück, mit denen sie oft spielte. Miffy hatte verstanden. Sie drückte die Bälle in das Gesicht von dem Schneehasen. Jetzt hat er Augen, sagte sie. Jetzt kann er sehen, wie schön er geworden ist. Er sollte sich bei euch bedanken, Schnuffi und Boris. Das habt ihr wirklich gut gemacht. Zum Schluss steckte Miffy ihm noch eine Karotte ins Gesicht. Und nun hatte ihr Schneehase auch eine prächtige rote Nase. Eines Morgens sah Miffy aus dem Fenster. Und was sah sie da? Einen wunderschönen Drachen, der über ihrem Haus an einer langen Schnur im Wind tanzte. Miffy sah die Schnur entlang, wer den Drachen wohl fliegen ließ. Weit weg, am Ende der Schnur, stand Poppy Peaks Nichte Grunty. Sie schien großen Spaß zu haben. Miffy holte ihren Roller und fuhr so schnell sie konnte zu Poppy Peaks Haus. Guten Morgen, Grunty. Woher hast du diesen schönen Drachen? So einen hätte ich auch gerne, sagte Miffy. Boris Bär hat ihn für mich gebaut, als Geburtstagsgeschenk. Boris ist so geschickt, er kann fast alles bauen. Willst du ihn mal halten, Miffy? Du wirst sehen, es macht einen Riesenspaß. Miffy nahm die Schnur und ließ den Drachen fliegen. Es war ein herrliches Gefühl. Sie konnte es kaum erwarten, dass sie ihren eigenen Drachen bekam. Danke, Grunty, sagte Miffy. Ich werde Boris fragen, ob er mir auch einen Drachen baut. Sie nahm ihren Roller und fuhr, so schnell sie konnte, durch den Wald zu Boris Bärs Haus. Sie fragte Boris, ob er ihr auch einen Drachen bauen könnte. Ja, Miffy, ich baue dir gerne einen Drachen, aber du hast nicht Geburtstag, also musst du mir helfen.
Aber ich weiß nicht, wie man einen Drachen baut, sagte Miffy. Das macht nichts, Miffy, ich zeige es dir. Wir bauen den Drachen zusammen. Zuerst nahm Boris zwei dünne Holzstäbe, einen langen und einen kurzen. Er legte das kurze Stück auf das lange Stück wie ein Kreuz und hielt sie fest. Miffy band sie mit einer Schnur zusammen. Dann knotete Boris ein längeres Stück Schnur einmal um das Kreuz herum und der Rahmen für den Drachen war fertig. Boris nahm ein rotes Stück Papier, das etwas größer war als der Rahmen. Jetzt müssen wir das Papier um den Rahmen falten und es ordentlich festkleben, sodass es auch hält, sagte Boris. Und dann braucht der Drachen noch einen Schwanz. Miffy nahm viele kleine Streifen aus buntem Stoff und band sie an ein Stück Schnur. Dann knotete sie den Schwanz unten an den Drachen. Das sah sehr hübsch aus. Jetzt brauchen wir nur noch eine lange Schnur am Drachen festzumachen und dann können wir rausgehen und ihn fliegen lassen. Miffy hielt die Schnur ganz fest und Boris hielt den Drachen so, dass der Wind ihn hochheben konnte. Der Drachen stieg höher und höher und tanzte am Himmel. Miffy war glücklich. Plötzlich fiel der Drachen vom Himmel direkt in einen Baum. Miffy zog an der Schnur, aber der Drachen saß fest. »Wie sollen wir den Drachen aus dem Baum kriegen?«, fragte Miffy. Sie war sehr traurig. Aber Boris war schon auf den Baum geklettert. Er befreite den Drachen und ließ ihn auf die Erde fallen. Im Wald kann man keine Drachen steigen lassen, Miffy, sagte Boris. Da sind zu viele Bäume. Ich nehme ihn mit nach Hause, sagte Miffy. Da sind fast keine Bäume. Vielen Dank für den schönen Drachen, Boris. Miffy nahm den Drachen auf ihrem Roller mit nach Hause und hatte eine Menge Spaß, ihn fliegen zu lassen. Jetzt waren zwei schöne Drachen am Himmel. Einer gehörte Grunty und der andere gehörte Miffy ganz alleine. Eines Nachmittags spielten Miffy und Melanie in Miffys Garten. Ich tue so, als ob ich eine Prinzessin wäre, sagte Miffy, und du könntest eine Königin sein, Melanie. Oh ja, sagte Melanie, das macht bestimmt Spaß. Und das tat es auch. Prinzessin Miffy und Königin Melanie spielten den ganzen Nachmittag lang. Melanie, Miffy, rief die Mutter aus dem Fenster. Kommt rein, es ist Zeit, schlafen zu gehen. Als die Mädchen dann behaglich in ihren Betten lagen, fragte Miffys Mutter, soll ich euch beiden noch eine Gute-Nacht-Geschichte vorlesen? Oh ja, bitte lies uns etwas vor, sagten Miffy und Melanie. Hier habe ich eine schöne Geschichte über eine Prinzessin und eine Königin. Wollt ihr die hören? Fragte die Mutter. Miffy und Melanie lachten. Es war lustig, dass die Mutter ihnen etwas vorlesen wollte, was sie am Nachmittag im Garten gespielt hatten. Es war wirklich eine schöne Geschichte und die beiden Mädchen hörten aufmerksam zu. Als die Geschichte zu Ende war, machte die Mutter das Licht aus und sagte, Schlaft gut, ihr beiden. Morgen ist ein neuer Tag. Als die Mutter gegangen war, flüsterte Melanie, Das war eine schöne Geschichte. Wäre es nicht toll, wenn wir noch so eine lesen könnten? Miffy machte ihre Nachttischlampe an und holte ein Buch vom Regal. Willst du es vorlesen, Melanie? Fragte Miffy. Kinder, sagte die Mutter, Es ist schon spät, ihr sollt doch schlafen. Als das Licht wieder aus war, sagte Melanie ganz leise zu Miffy, Ich kann noch nicht lesen, Miffy, aber ich würde es gerne lernen. Ich auch, sagte Miffy. Dann schliefen sie ein. Und bald
war es schon wieder Morgen. Wacht auf, ihr beiden, Melanie und Miffy. Ihr müsst aufstehen. Es ist Zeit, zur Schule zu gehen. In der Schule sagte die Lehrerin: Ihr mögt doch sicher Geschichten, Kinder. Wäre es nicht schön, wenn ihr sie selber lesen könntet? Miffy und Melanie sahen sich an. Das war genau das, was die beiden wollten. Die Kinder fingen an zu lernen, wie man Buchstaben und Wörter liest. Und das machte großen Spaß. Nachdem sie alle fleißig geübt hatten, sagte die Lehrerin: Ich habe hier ein Buch mit schönen Geschichten. Wer möchte ein paar Worte daraus lesen? Miffy und Melanie waren überrascht. Das war dasselbe Buch, aus dem Miffys Mutter ihnen am Abend vorher vorgelesen hatte. Die beiden Mädchen meldeten sich. Die Lehrerin gab Miffy das Buch und Miffy fing an zu lesen. Es war einmal eine wunderschöne Prinzessin. Die Lehrerin staunte, wie gut Miffy vorgelesen hatte. Du hast sehr schnell lesen gelernt, Miffy, sagte sie. Miffy flüsterte Melanie zu. Ich kenne das Buch auswendig. Es regnete und es war viel zu nass, um draußen zu spielen. Miffys Mutter sagte: Das ist doch eine gute Gelegenheit, um dein Zimmer neu zu streichen, Miffy. Die Wände brauchen dringend neue Farbe. Oh ja, sagte Miffy. Darf ich mithelfen? Ja, sagte ihr Vater. Aber zuerst müssen wir das Zimmer leerräumen. An den Wänden hängen viele Bilder, sagte Miffy. Und mein Schrank steht da. Und mein Bett. Und mein Bücherregal. Können wir da nicht einfach drumherum malen? Das geht nicht, sagte die Mutter. Wir müssen alles ausräumen, damit wir alle Wände gleichmäßig streichen können. Also gut, sagte Miffy. Ich nehme zuerst meine Bilder von der Wand. Aber mein Bett und mein Schrank und mein Bücherregal sind viel zu schwer für mich. Deine Mutter und ich räumen die schweren Sachen aus, sagte ihr Vater. Du kannst darüber nachdenken, welche Farbe dein Zimmer haben soll. Ich habe viele verschiedene Farben in meiner Werkstatt. Ihr Vater und ihre Mutter räumten das Zimmer aus und Miffy überlegte, welche Farbe ihr Zimmer haben sollte. Wenn es blau wäre, sähe es aus, als ob immer Nacht wäre, dachte sie. Wenn es rot wäre, sähe es so heiß aus. Ein grünes Zimmer sähe aus, als wäre mein Zimmer im Garten. Und wenn es weiß wäre, hätte es dieselbe Farbe wie ich und man könnte mich gar nicht sehen. Miffy guckte aus dem Fenster und sah eine leuchtend gelbe Tulpe. Wenn mein Zimmer so gelb wäre wie die Tulpe, dann sähe es immer sonnig und hell aus. Ich möchte ein gelbes Zimmer haben, sagte Miffy. Ich habe schöne gelbe Farbe, sagte ihr Vater. Ich streiche den oberen Teil der Wände und du streichst den unteren Teil. So lernst du es am besten. Aber zuerst musst du dir eine Schürze umbinden. Es wäre schade, wenn Farbe auf dein hübsches Kleid tropft, sagte die Mutter. Miffy band sich eine Schürze um und der Vater rührte vorsichtig in der leuchtend gelben Farbe. Er nahm einen großen Pinsel und gab Miffy einen kleinen Pinsel. Dann fingen sie an zu malen. Miffy, du musst immer gleichmäßig auf- und abmalen, sagte ihr Vater, so wie ich.
Miffy lernte schnell. Bald strahlten alle Wände in einem hellen, sonnigen Gelb. Und bald waren alle Möbel wieder an ihrem Platz. Miffy freute sich sehr über ihr helles und sauberes Zimmer. Es ist ein schönes Gefühl, ein frisch gestrichenes Zimmer zu haben. Und ich habe dabei geholfen. Miffy, 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 komm! Deine Freunde warten schon. Schnuffi, Grunty, Boris Bär, Papi Pig und viele mehr. Und zusammen glaubt uns das.